Ein paar frische Beine für die Super Strikers, Brenda. Wir verbeugen uns vor Shakes. Die Super Strikers schonen ihren großen Stürmer vor ihrem Spiel gegen Technicali. Fantastisches Tor vorhin von dem jungen Stürmer. Nun, Klaus könnte Schaden anrichten. Als Austauschspieler mag er ja sehr gut sein, Mac. Viel Glück, Kumpel. Passt zu mir und alles wird super. Ich muss da mal durch. No show. Dancing Rasta. Rasta zu El Matador. Der Latino-Zauberer erlebt eine phänomenale Saison. Okay, pass wieder zurück. Jetzt. Jetzt. Du triffst wie ein Superstriker, aber kannst du auch wie einer Mach dich bereit für die Startelf, Klaus. Bart, ich niese, wenn ich nervös bin, klar? So, meine Lieblinge, mal sehen, ob ich es endlich hinkriege. Ja, mein neuer Anzug wird die Spieler überschnell machen, überstark und übermenschlich. Tyrannosaurus-Tanz. Ich tanze wie ein T-Rex, ein T-Rex. Was machst du hier? Die Anzüge. Sind sie fertig? Nein, nein, nein! Sie sind noch nicht fertig. Der Akku hält noch keine 90 Minuten. Warum sind 90 Minuten so wichtig? Verschwinde! Raus hier! Was? Und wie oft muss ich euch sagen, schließt die Tür zu meinem streng geheimen Labor! Was ist das? Vielleicht brauchen wir unseren geheimen Vorteil gar nicht. Hey Jungs, wartet! Hollywood, Land der größten Stars. Ja, nun wo ich hier bin, ist es das. El Matador? Ja. Ich denke nicht, dass du der größte Star Hollywoods bist. Okay, wer ist es dann? Ein berühmter amerikanischer Schauspieler? Ein großer Rock'n'Roll-Star? Nein. Was? Oh. Es ist Klaus. Boah, Mann. Du bist ja Klaus. Du bist ein Lulpa, Alter. Du musst dich echt irre vorbereiten. Technikali dominieren, echt krass. Boah, ich spreche in Dialekt. Sie quatschen ihn voll, wie furchterregend die Typen von Technicali sind. Und ist er bereit für ein Kahuna der Kalifornier oder wird ihm Chuck T. Chipperson einen Neptun-Cocktail verpassen, weil er so ein Kook ist? Sie sagen, Klaus ist eine Nulpe. Eine Null. Ein Leichtgewicht. Was? Ein Anfänger, dass er keine 90 Minuten aushält. Oh. Keine Sorge. Ich weiß genau, wie man mit dieser Art Superberühmtheit umgeht. Ich werde dir es helfen. Es geht nicht darum, dass dein Gesicht auf Anzeigetafeln ist, Klaus. Es geht darum, dass du den Ball ins Netz kriegst. Das kann ich dir auch beibringen. Was habe ich getan? Er ist unbelehrbar. Schon okay, Mann. Das ist eine Menge Druck und es wird etwas dauern, bis du dich an die 90 Minuten gewöhnst. Du hast recht, Jakes. Vergiss das Tor. Wie wär's, wenn wir zu den Klassikern zurückkehren? Weißt du, ein gutes 1, 2... Das glaub, das schaff ich, wa? Alles klar. Mach dich bereit, Big Bo. Mhm. Klaus wird dir gleich einen Gesichtsschmelzer hinhauen.
Das ist mein Junge. Ich habe nie meinen Glauben an dich verloren. Oh, 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 nein! Nein! Mindestens 9. Vielleicht aber auch alle, Mann. Genug Klaus, für heute. Mann. Das ist der Druck, Captain. Das ist zu viel für ihn. Die nennen mich einen super Ersatzspieler, aber ich bin eher ein sinkendes U-Boot. Ich ziehe das ganze Team runter. Oh oh, nicht gut, wa? Ihr wisst, was Sie über Klaus sagen. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Er ist kein Ersatz für einen Spieler wie El Matador. Aber er hat ein fantastisches Tor geschossen. Ha, das war ein Zufall. Wann kriegen wir unsere neuen Anzüge? Meinst du das ernst? Mir gefällt Ihre Idee. Eines besonderen Anzugs. Besonders. Besonders ist nicht das richtige Wort. Die Powersuits sind wahrscheinlich die unglaublichste Erfindung, die ich jemals erfunden habe. Sie können den schwächsten Spieler im Nut in eine absolute Legende verwandeln. Außer, dass sie... Was war das? Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr die Labortür immer schließen sollt? Stoppt den Eindringling! Wenn der Super League-Ausschuss erfährt, was wir hier machen, machen die kurzen Prozess mit uns! Lasst mich ran. Ihr habt die Labortür nicht geschlossen. Aber es scheint, als wäre unser Eindringling eingesperrt. Wenn ihr wollt, dass eure Verträge nächste Saison verlängert werden, dann solltet ihr diesen Lauscher schnappen! Vielen Dank, dass Sie sich für einen technikalen Überanzug entschieden haben. Anpassung beendet. Einen schönen Tag noch. Die Welt darf keinen meiner Pläne erfahren. Insbesondere nicht von dir stehen bleiben! Der Eindringling, nicht du! Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Tu etwas! Hier ist die Polizei! Wir haben sie umzingelt! Ah, die große Taschenlampe. Eine gute Wahl. Wer würde sowas tun? Das ist dein Werk. Du bist besessen von diesen Anzügen. Nein, Boss. Wer auch immer sie sind, sie können davonlaufen. Und zwar mit 600 Stundenkilometern. Aber sie können sich nicht verstecken. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nee. Das bin nur ich, Klaus, bei einem abendlichen Spaziergang. Ich muss nicht niesen. Morgen versuchen wir das beim Training, wa? Yo, Klaus, wir müssen zum Training, Mann. Hab keine Angst, okay? Heute wirst du wieder zu 200% gut sein. Ich komm gleich, okay? Ha! Und ich dachte, dass ich schon lange bei dieser Sache brauche. Okay, Klaus, von hinten nach vorne. Du schaffst das, Kumpel. Ich habe dich noch nicht ganz aufgegeben. Dribbling! Yay! Yeah. Wow! Also, das ist Dribbling. Eins, zwei, Mann! Endlich legt er richtig los. Nein. Im Gegensatz zu vorhin. Weißt du, wie lange er auf Toilette gebraucht hat? Mann, du hast total gerockt. Hab's dir doch gesagt, Mann. Du hattest das von Anfang an in dir. Was ist dein Geheimnis, Klaus?
Klaus. Sieht gut aus, Toni. Sie sollten rauskommen und sehen, was die Jungs machen. Das sehe ich auch von hier. Sie trainieren, sie legen sich ins Zeug, sie tun alles, was ein Profisportler tun sollte. Aber einer da draußen war ein böser, böser Junge. Böser Junge! John J. Johnson Jr. hat den Anzug nicht. Toni, Sie müssen mir glauben. Wenn John J. Johnson Jr. den fehlenden Anzug nicht hat, wer dann? Und wer will etwas, das nicht funktioniert? Spieltag hier im Hub. El Matador sitzt auf der Bank und alle fragen sich, wie liefen die Vorbereitungen der Super Strikers? Ja, und kann Klaus vom Super-Austauschspieler zum Superstar aufsteigen? Die wahre Frage ist, können wir unsere Kommentare heute nur in Form von Fragen bringen? Ich denke, das können wir. Das war keine Frage, Brenda. Das auch nicht, Mac. Nun liegt es an Mr. 90 Minuten. Chuck T. Chipperson, vielleicht habe ich dich unterschätzt. Ja, vielleicht aber auch nicht. Rasta! Bin unterwegs, Mann! Der gehört mir allein! Haben wir Klaus unterschätzt? Das ist der Klaus-Faktor. Aber wer hat den bedacht? Wiedersehen! Kleiner Scherz. Mac? Mac? Das ist deine Frage, Brenda. Das ist der Einfluss von El Toro. Alles gut. Warum hat der Coach Klaus so lange geheim gehalten? Moment, geheim? Ein geheimer Vorteil. Ich kann es nicht glauben. Heute wurden Helden gemacht, Mac. Auf jeden Fall, Brenda. Klaus war auch nicht schlecht. Du bist super, Klaus. Ich weiß gar nicht, warum du dir Sorgen gemacht hast. Du hast den Ball und das Stadion zum Beben gebracht, Mann. Gutes Gefühl, oder, Muchacho? Hey, sauber bleiben! Superman, das war cool. Ich wünschte, die würden mich bejubeln, verstehst du? Und nicht diesen Anzug. Wir schaffen das, Toni. Ich hab's im Gefühl. Unsere harte Arbeit wird sich auszahlen. Ruhe! In jedem hart arbeitenden, engagierten Team gibt es einen, der aufs Schummeln beharrt. Hä? Nein, Chuck T. Chipperson, ich hatte Unrecht. Jemand anders hat unseren Powersuit geklaut. Klaus! Sie funktionieren? Sie funktionieren nicht! Aber Klaus spielt wirklich gut. Oh, vielleicht, weil er ein guter Spieler ist. Glaubt ihr etwa nicht an Talent, harte Arbeit und Einsatz? Aber der Anzug ist immer noch unser geheimer Vorteil. Funktionieren sie jetzt? Nein, aber weil Klaus einen Überanzug trägt, betrügt er. Und ich bin sicher, dass die Super League das gerne wissen würde. Selbst wenn die Super Strikers uns 5-0 schlagen würden, würde das Spiel für ungültig erklärt werden. Sie werden es nicht nur für ungültig erklären, sie würden sie aus der Super League werfen. Tyrannosaurus Tanz, ich tanze wie ein T-Rex, T-Rex. Du hast was getan? Oh Mann. Tja, das hat mich überstark gemacht.
Ich war wie ein Superheld, verstehst du? Schneller als eine Kugel. Stärker als ein Zug. Oh, nein. Wow, wow, wow. Nicht cool, Mann. Oh. Tony Byrne hat es erfunden? Oh. Krass. Höchst unehrenhaft. Oh. Schande. Du bist mit sofortiger Wirkung suspendiert, Klaus. Und es wird eine vollständige Ermittlung geben. Von dem Club und von der Liga. Das tut mir leid, Coach. Jungs. Das reicht nicht aus. Du hättest es besser wissen. Aber Coach, hm? Warten Sie mal. Was? Ah! Wow. Oh. 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 Und ich dachte, meine Konfliktbewältigung wäre mies. Das war fies, Mann. Klaus weiß, dass es falsch war. Ich habe ihn nicht getroffen, weil ich böse bin auf ihn. Ja, sicher, ja. Schneller als eine Kugel? Stärker als ein Zug? Oh, ja, ja. Dieser ja. Überanzug funktioniert so überhaupt nicht. Hä? Hä? Warum spiel ich denn dann so gut? Weil du gut bist. Coach, ich habe gehört, dass der Anzug runtergefahren ist, bevor angepfiffen wurde. Okay, ich lasse dich spielen. Aber nach dem Spiel folgt eine vollständige Ermittlung. Du weißt, was zu tun ist, Klaus. Eins, zwei, drei, Super Strikers! Ich weiß, was zu tun ist. Die Party ist vorbei. Ich decke dich jetzt. Wie mein Freund Shake sagt, sprich mit deinen Füßen. Wir sind an dir dran, Klaus. Das Spiel ist vorbei. Und wie ich gerne sage, lass deinen Füßen Taten folgen, wa? Wer ist der böse Junge? Super League Vermittlung. Hallo. Ich würde gerne einen neuen, interessanten Für Fall melden. Für die Spiele der Woche drücken Sie bitte die 1. Ja. Ich bin gut. Für die Ergebnisse der letzten Woche drücken Sie bitte die 2. Für die der vorletzten Woche die 3. Um den Super League Klingelton herunterzuladen, drücken Sie bitte die 6. Um ein Foulspiel zu melden, drücken Sie die 7. Wen ruft Tony Warren zu so einem Zeitpunkt an? Wahrscheinlich seine Mutter, Brenda, denn Klaus sieht unheimlich aus. Ja, erziele Tore, Klaus. Für Drohungen und Bestechungen drücken Sie die 2. Für Ausrüstung, die Leistung steigert, drücken Sie die 3. Ich hab den Anzug vorher nicht gebraucht, dann brauche ich ihn auch jetzt nicht. Ich schaff das. Du gehst unter. Nicht unter, Chuck. Mac? Brenda? Mac? Brenda! Juhu! Es hat funktioniert! Mein Training hat funktioniert! Das war nicht dein Training, Trottel. Naja, okay. Du hast es total gerockt, Mann! Zu cool, selbst für... Oh, oh. Klaus von Schierkart. Klaus von Sharing... Klaus von... Klaus. Ja, bitte? Wie kann ich helfen? Ich bin Agent 1, das ist Agent 2. Wir sind vom Super League Disziplinarausschuss. Meine neue Erfindung hat funktioniert! Bereitet euch darauf vor, aus der Super League geworfen zu werden! Ich hätte schwören können. Es scheint, als hätten wir einen schweren Fehler gemacht, Herr von... Klaus. Klaus. Uns wurde die Information gegeben, dass jemand hier im Harp einen Überanzug nutzt. Aber... Du? Ich wusste es von Anfang an, komm zurück! Sofort! Und du dachtest, ich wäre verrückt! Aber ich habe das hier bekommen! Hier ist der Uber-Anzug zurück. PS, funktioniert nicht! Kriege ich jetzt Ärger vom Super League Disziplinarausschuss? Du kriegst keinen Ärger vom Super League Ausschuss. Du kriegst Ärger von mir! Und dem Tyrannosaurus!
wären wir beim Hinspiel der Super Strikers gegen Barca. Und die spanischen Passgötter beherrschen das Spiel komplett. Du sagst es, Brenda. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann die Super Strikers zuletzt den Ball hatten. Das sieht schon besser aus. Brillantes Tackling von Dancing Rasta. Und Riano klärt die Lage. Zumindest vorerst. Die Super Strikers haben eine letzte Chance, um mit dieser Ecke auszugleichen. Gut, Jungs. Ich weiß, es war ein hartes Spiel, aber Barca ist bei hohen Bällen wehrlos. Das ist unsere Chance, Mann. Puh. Du hast es versucht, Shakes. Aber selbst die Super Strikers sind unserer Bewegung und Kontrolle nicht gewachsen. Das Spiel ist noch nicht vorbei, Riano. Shakes steht frei. Das Tor ist frei. Oh, nein, das ging daneben. Nach einem solchen Fehler wird er die morgigen Schlagzeilen nicht lesen wollen. Hey, hier drüben. Kriegen wir einen Kommentar zu Ihrem tacklichen Fehlschuss? Du weißt doch, was man sagt, Jax. So was wie schlechte Publicity gibt es nicht. Jax! Hey, Jax, Ben Z, Football 360. Stimmt es, dass Sie keine Kopfbälle hinkriegen? Was für eine Chance haben die Super Strikers im Rückspiel gegen Barca, wenn sie nicht einmal die Grundlagen beherrschen? Vielleicht sollte man die Redewendung ändern. In so etwas wie schlechte Publicity gibt es nicht, es sei denn, du kriegst einen Ball ins Gesicht. Keine Sorge, Shakes, Mann. Ja, Mann, die Paparazzi haben mein Kurzzeitgedächtnis. Denkt ihr? Natürlich, Mann. Weißt du noch, wie mein Afro bei der Preisverleihung runterhing? Nein. Genau. Ja, sowas passiert jedem Mal. Jetzt nimm die blöde Brille ab. Du hast nichts zu verstecken. Ehrlich gesagt. Barca hat uns in Pässen und Klasse geschlagen. Aber daran können wir nun nichts ändern. Was wir aber tun können, wir können nach Barcelona reisen und uns revanchieren. Genau. Die Verteidigung in der Luft ist die Schwäche von Barca. Und wir müssen sie ausnutzen. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein intensives Kopfballtraining. Um mir zu helfen, braucht es etwas mehr als Training. Deswegen schicke ich dich zu einem alten Freund. Einem legendären Kopfballtrainer namens El Ariete. Der Rambok. Sie meinen doch nicht diese alte Geschichte über den verrückten Kopfballtrainer? Er lebt in einem alten Piratenturm auf Ibiza und schießt mit einer Kanone auf Eindringlinge. Boom! Das ist doch nur ein Ammenmärchen, oder Coach? Nun ja, El Arietas Methoden sind ein bisschen unüblich. Coach, meinte Tiger die Weltpark, die Hauptstadt und das tropische Paradies Ibiza? Ich glaube, ich brauche auch ein besonderes Kopfballtraining, Coach. Ich bitte dich, Mann. Dein Kopf ist so groß, damit verfehlst du keinen Ball. Ja, 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 ja. Ich habe in der Tat eine Aufgabe für dich, El Matador. Und zwar eine Sache, in der du sehr gut bist. Oh, was ist es? Tore schießen? Tanzen? Alles andere auf der Welt? Zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Hey! Okay, darin bin ich auch sehr gut. Ah, Ibiza! Psst! Hier wimmelt es nur so von Paparazzi. Entspann dich, Shakes. Niemand wird erfahren, dass wir hier sind. Was? Gehabt. Unterschätze nie den Nutzen eines Pop-Aussellers, oder, Shakes? Aber wie sollen wir den Piratenturm finden, wenn die alle hinter uns her sind? Du konzentrierst dich auf das Training und überlässt die Presse El Toro. Hey, wer will ein Foto von mir? El Matador und meinem Handlanger Shakes. Mann, ich wünschte, ich wäre so cool wie du, El Matador. Und jetzt auf zum Piratenturm. Ah, dann sind Sie am richtigen Ort. Ich habe Piratenturm-T-Shirts, Piratenturm-Tassen, Piratenturm-Säbel-Karte, Piratenturm-Schickalben und mein Lieblingsstück, die Piratenturm-Actionfigur. Erlaubt, meine Freunde, auf zum Piratenturm. Nun, eigentlich suche ich den echten Piratenturm.
Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Dann brauchen Sie meine Piratenturm-Kartensammlung. Au! Au! Ich hätte Piratenturm-Insektenspray kaufen sollen. Au! Briano, Sie haben schon die Super Strikers in Strikerland geschlagen. Zu Hause zu gewinnen, sollte ein Kinderspiel sein. In der Form, in der wir gerade sind, können wir jeden überall schlagen. Shakes und El Matador wurden beim Entspannen auf Ibiza gesichtet. Finden Sie das respektlos? Ibiza, sagen Sie? Entschuldigen Sie mich bitte, ich musste etwas überprüfen. Oh. Hä? Wow! Tiger hat keine Witze gemacht mit den Kanonen. Wow! Ich habe dich erwartet, Shakes. 998 1000. Ja, Mann. Wir müssen ganz schön ranklotzen, um Barker zu erledigen. Sehr gut, Super Strikers. Ja, nun. Wir müssen eine Schippe drauflegen, nachdem ihr uns total fertig gemacht habt. Ich wollte sehen, wie es Shakes geht. Ha, der musste sich mal ein bisschen freinehmen. Ah ja, der Urlaub auf Ibiza. Auf welchem Teil der Insel ist er? San Antonio, glaube ich. Am Strand? Ah ja. Nun, ich hoffe, Shakes konzentriert sich wieder aufs Spiel. Ich erwarte nächstes Mal eine größere Herausforderung. Mann, Alter, denkst du, er weiß was von Shakes Training? Nun, er wird sich wohl fragen, warum er direkt vor einem großen Spiel auf Ibiza ist. Ich bin sicher, dass er die Geschichte von El Ariette gehört hat. Es ist nicht schwer, zwei und zwei zusammenzuzählen, Mann. Es ist egal, was Riano weiß. Solange El Ariettes Training seinem Ruf gerecht wird. Oh. Oh. Hm? Oh. Nicht schon wieder. Beschwerst du dich, du listiger Schnüffler? Bist du hier, um das Geheimnis des Piratentums zu lüften? Nein. Dann schnüffle nicht herum. Okay, verstanden. Also... Was ist in dem Buch? Das ist eine Liste meiner Schüler. So viele haben das Training durchlaufen? Das wird offensichtlich nicht so schwer, wie ich dachte. Ja, sicher, du Besserwisser. Wir werden sehen. Nichts für ungut. Aber sind Sie nicht ein bisschen zu klein, um Kopfballtrainer zu sein? Ha! Größe hat damit nichts zu tun. Wenn du lernen willst, wie man köpft, musst du drei einfache Fähigkeiten haben. Die erste, Kraft. Kraft? Alles klar. Dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Okay, okay. Vielleicht fangen wir mit dem halben Programm an. Komm schon, Shake. Wie willst du es mit Bart aufnehmen, wenn du nicht mal eine kleine Kanone entgegentreffen kannst? Kommst du raus und trittst mir entgegen, oder muss ich diesen Baumstamm in die Luft jagen? Das ist Wahnsinn. Das ist Kopfballtraining. Ich bin in meinem Leben noch nie so oft gesprungen. Wie sagst du das? Ich bin so kaputt, dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Ich bin so kaputt, ich kann meine Hände nicht spüren. Vielleicht kann ich meine Beine auch nicht spüren, weiß es aber nicht, weil ich meine Beine nicht mit meinen Händen fühlen kann. Ich weiß, dass der Coach uns hart zusetzt, aber das ganze Extra-Training wird sich auszahlen. Jungs? Von den heißesten Partys bis zu den exklusivsten Veranstaltungen, Shakes und El Matador wurden überall gesehen, außer auf dem Trainingsgelände. Oh nee, Shakes! Mann, halluziniere ich von dem harten Training oder war das wirklich ein Pappaufsteller von Shakes? Ich kann nicht glauben, dass die Leute auf El Matadors Betrug reinfallen. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Hintern abarbeiten, während er feiern geht. Nun, er lenkt die Presse aber ab, Mann. Hoffen wir, dass Shakes seinen Teil des Handels hält. Ich
Ich habe dir beigebracht, wie du mit Kraft ja, kämpfst. Ja, da sagen sie was. Nun bringe ich dir die Genauigkeit bei. Wow. Da. Sie wollen, dass ich den Ball da durchkriege? Bist du ein Medium? Hast du magische Kraft? Nein. Wie willst du da mit geschlossenen Augen köpfen? Versuche es noch einmal. Auf damit! Denkst du, du bist der berühmte Boxer aus dem Film? Willst du den Zeitlupe am Strand entlang laufen? Ich glaube, ich habe das gerade getan. Du hast nicht zu feiern. Das Training ist noch nicht vollendet. Es ist an der Zeit, dass du den letzten Schritt tust. Alles klar. Ich bin bereit. Moment. Meinst du den letzten Schritt? Coach, Barker hat ihr Team bereits zu Hause geschlagen. Denken Sie wirklich, dass die Super Strikers im Rückspiel gewinnen können? Barker ist in guter Form. Aber wir haben hart trainiert, um auf ihr Niveau zu kommen. Nur noch wenige Stunden vor dem Spiel sind Shakes und El Matador immer noch nicht da. Wo sind ihre Top-Stürmer? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ah, ich sollte die Presse häufig ablenken. Wir schalten jetzt nach Ibiza, wo unsere Reporter dieses schockierende Filmmaterial entdeckt haben. Und hier sehen wir, wie El Matador Shakes ertränkt. Aber er hat gebrannt! Und hier sehen wir, wie er die Leiche los wird. Was? Soll ich für ihn auch noch Geld fürs Taxi zahlen? Es ist ein Pop-Aufsteller! Ah? Hallo, Officer. Könnten Sie mir eine Sekunde geben? Ich hoffe, du hast das Training absolviert, Shakes, denn dir rennt die Zeit davon. Auf keinen Fall, das kann ich nicht. Dann ist dein Training unvollständig. Aber ich habe Kraft und Genauigkeit gemeistert. Was lerne ich daraus, von einer Klippe springen? Mut. Mut? Feuer, Nerv, Tatkraft, Schneid, Rückgrat. Shakes! Ja, ich weiß, was es bedeutet, aber was hat es mit Köpfen zu tun? Alles, Shakes! Musstest du noch nie mit dem Kopf voran in eine Gruppe von Verteidigern springen und hast dir deinen Kopf am Torpfosten gestoßen? Sicherlich nicht so häufig wie Sie. Ah, jetzt bist du ein Witzbold, ein Komiker. Schade, dass deine Witze so schlecht sind wie deine Kopfbälle. Sie wollen mir sagen, dass alle in diesem riesigen Buch runtergesprungen sind? Nein, Shakes, du hast das falsch verstanden. Das Buch beinhaltet Leute, die das Training nicht bestanden haben. Ninja? Johann Uber? Scara? Wer hat denn das Training bestanden? Niemand. Es gibt kein anderes Buch. Gut. Wenn es so wichtig ist, von dieser Klippe zu springen, warum machen Sie es dann nicht? Hör! Warten Sie! Ich meinte nicht! Das ist ziemlich eigenartig. Was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour, okay? Barker gegen die Superstrikers live aus dem Fallcamp. Und es sieht so aus, als würde das Rückspiel für die Männer vom Coach noch schwerer werden. Wem sagst du das, Brenda? Shakes ist tot und El Matador in Haft. So fehlen den Superstrikers ihre Topstürmer. Was? Ich lese nur die Schlagzeilen der letzten Woche, Brenda. Oh, sieh mal, Haggis ist im Angebot. Das wird immer schlimmer, Mann. Immer noch keine Meldung von Shakes und El Matador? Mann, ich hätte lieber einen Stürmer, der nicht köpfen kann, als gar keinen Stürmer. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, Mann. Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr in der Zeitung lest. Ja! Shakes, Mann. Und, wie lief das Training, Shakes? Ungefähr so. Oh. Sehr schön, Mann.
Eins, zwei, drei. Super Strikers! Ah, hallo Shakes. Ich merke, das Gerede über dein Ableben war maßlos übertrieben. Ja, nun, du kennst die Medien. Nur Gerüchte. Ich habe letztens ein Gerücht gehört. Über einen alten Kopfballtrainer, der auf Ibiza lebt. Klingelt da was, Shakes? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe auch gehört, dass diejenigen, die sein Training vollenden, unaufhaltsam sind. Was ist schon dabei, dass ich nicht von der Klippe gesprungen bin? Ich weiß, wie man köpft. Wann werden es diese aufgeblasenen Superstars lernen? Ohne Mut werden sie den Kopfball nie beherrschen. Hallo? Ben Z von Footballs 360. Ich folge einer Spur, dass der Superstrike-Star Shakes für ein besonderes Training hergekommen ist. Einen Moment bitte. Bin gleich da. Hä? Shakes wird versuchen, Barkas Schwäche in der Luft auszunutzen. Ha, zu schade, dass seine Schwachstelle in der Luft ist. Ich schaff das. Kraft! Oh, wie sehr lag ich falsch? Shakes ist von den Toten auferstanden. Buchstäblich, wenn man den Schlagzeilen glauben mag. Yeah. Du hast Kraft gemeistert, na und? Das reißt nicht aus. Findet ihr nicht auch? Und da ist ihr unverkennbares Passspiel. Grandios! Das ist eine Nachricht wert, Brander! Was für ein brillantes Tor von Riano! Die Superstrikers haben das erste Tor geschossen, aber Barker hat gezeigt, warum sie die Favoriten sind. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und die Superstrikers stehen vor einer Ecke. Wow! Barker hängt dicht an Shakes dran! Aber er schafft es durch! Genauigkeit! Tor! 2:1 für die Superstrikers. Hey, Riano, sein Name ist El Ariete. Und du hast recht, seine Absolventen sind unschlagbar. Jungs, nächstes Mal, wenn Shakes einen Kopfball versucht, möchte ich, dass alle an ihm dran sind, okay? Ja. Da sind wir wieder. Wer braucht Mut, wenn man Tor Nummer 3 schafft? Ah! Oh! Oh! Oh. Hä? Und Shakes ist eine einmalige Gelegenheit entgangen. Warum hat er den nicht einfach reingekommen? Barker bedrängt ihn und es scheint, als hätte er sein Selbstvertrauen verloren. Schneller Passkonter! Ein typisches Tor von Riano bringt den Ausgleich. Was ist mit Shakes passiert? Kein Mut, kein Ruhm. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen und nun ist die Chance gekommen, das Siegestor zu schießen. Shakes, Mann, nur Mut. Ich hab's im Gefühl. Das ist das Problem. Mut ist der dritte Teil von El Arietes Training. Und ich habe es nicht geschafft. Sich kopfüber in etwas zu stürzen, ist beängstigend. Aber du musst einfach auf dich vertrauen, Mann. Letzte Chance im Spiel. Aufgepasst, Leute. So knapp. Noch gibt es eine Chance. Aber keine große. Zwischen dem Ball und dem Tor ist ein Meer an Barca-Spielern. Köpfer, Shakes. Köpfer. Mut. Shakes holt den Sieg für die Superstrikers! Ja! Zurück an die Bank! Yeah! Yeah! Respekt, Mann! Shakes! Gut gemacht, Shakes. Ich denke, du hast El Ariete stolz gemacht. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe seine letzte Lektion geschwänzt. Shakes! Riano! Kriege ich ein Foto von euch beiden? Er wollte, dass ich von einer Klippe springe. Aber ich war nicht mutig genug. Ha! Nach so einem Flugkopfball kann niemand behaupten, dass du nicht mutig genug bist. Ich denke, du hast recht. Hä?
Sprich dein letztes Gebet, Eindringling. Moment, Moment, Moment. Nicht schießen, ich bin Shakes. Besser wie Sir. Bevor ich abreise, wollte ich Ihnen für alles danken. Du hast Mut bewiesen, Junge. Du sagst aber nicht, dass du nur dafür zurückgekommen bist. Nun, da wäre noch eine Sache. Das Buch der Erfolge. Aber du hast dein Training nicht absolviert, Shakes. Shakes? Arschbombe! Vielen Dank, dass du das Brock Rockenhauer Audio-Training absolvierst. Tag 3. Und du hast den Arsch abgearbeitet, stimmt's? Das hoffe ich doch. Denn heute geht's weiter. 10 Meilen Lauf. Eine Meile schwimmen. Aufs Fahrrad, auf den Stepper, sind am Dingelstift zu Kniebeugen. Lass nichts. Sich dick und die größte Veranstaltung deines gewählten Berufs kommen. Die Superlied-Trophäe. Auf geht's. Unglaublich. Hm? Kann's kaum erwarten. Oh, großartig. Das ist nicht wahr. Der Glanz, der Ruhm, die kleine Schokoladentafel auf dem Kissen. Das ist Skyball, das höchstgelegene Fußballturnier der Welt. So cool! Skyball Ultimate 5 ist ein einzigartiges Turnier auf dem Dach meines neuen Hotels La Mirage in Dubai. Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird der Sieger von der Öffentlichkeit bestimmt. Vergessen Sie die Super League. Das ist Fußball auf dem höchsten Niveau. Sollen die Sultans ihren Spaß haben? Ich bleibe lieber beim echten Fußball. Und die ersten, die gegen die Sultans beim Skyball Ultimate 5 antreten, sind die Super Strikers. Ihr seid vielleicht die Champions Super Strikers, aber beim Skyball Ultimate 5 mache ich die Regeln. Die Super League ist alles, worauf es ankommt. Skyball sieht super aus, aber es dient doch nur der Unterhaltung des Scheichs. Negativ, Mann. Der große Häuptling hat verlangt, dass das Team aus Spitzenangreifern besteht. Und stell dir vor, im teuersten Hotel der Welt zu übernachten und dann... Und Fußball auf dem höchsten Gebäude der Welt zu spielen. Die gewaltige Wüste im Blick zu haben durch 4 Glaswände. Und was mir besonders gefällt, ist, dass der Sieger von der Öffentlichkeit bestimmt wird. Es ist Fußball. Aber halt nicht so, wie wir es kennen. Hört sich wie eine verrückte Reality-Fernsehsendung an. Du hast den dritten Tag absolviert, oder? Natürlich hast du das! Du würdest halt Brock nicht enttäuschen, oder? Tag 4, denk an Rock'n'Roll! Wir haben deine Aufmerksamkeit von deinen Selbsthilfekassetten weglenken können. Brock ist der größte Motivationscoach der Sportwelt. Wo wir beim Thema groß wären. Ich krieg schon Höhenangst, wenn ich nur hochschaue, ja? Nur wenige hundert Menschen werden das Spiel live sehen. Aber es wird ein Fernsehpublikum erwartet, dass es mit dem Super League-Finale aufnehmen kann. Lasst uns hochfahren. Ich möchte sehen, womit wir es zu tun haben. Meine werten Super Strikers, seid ihr bereit, so zu leben, wie ihr es noch nie zuvor getan habt? Seid ihr bereit, so zu spielen, wie ihr noch nie zuvor gespielt habt? Verschwinden wir aus dem Wüstenwind. Boah, sehr schön. Wow. Das La Mirage, französisch für Fata Morgana, trumpft mit der teuersten Ausstattung der Welt auf. Vasen der Ming-Dynastie aus China, Fabergé-Eier aus Russland, Shetland-Ponys aus, Shetland, nehme ich an. Wir haben keine Kosten gescheut. Beim Souvenirshop wurden aber definitiv Kosten gescheut. Und im Sinne des La Mirage ein Andenken an das Ultimate 5 für jeden von euch. Ist nicht wahr? Fußbälle ganz aus Gold? Nehmt sie, sie gehören euch. Cool! Beide Teams bleiben in den nächsten 48 Stunden, bis das Turnier vorüber ist, im La Mirage. Hab ich's nicht gesagt? Eine Reality-Show. Ich habe einen vollen Terminplan für euch, aber zuerst macht es euch gemütlich. Ich frage mich, in welcher Etage wir landen. Die Aussicht wird ziemlich irre sein. Im größten Gebäude der Welt gibt es keine Grenzen. Hä? Planung und Koordination? Alles nach Plan, Scheich. Marketing? Der neue Werbespot ist fertig und bereit zur Übertragung, Scheich. Wetter? Unsere Satelliten sagen, dass die Bedingungen beim Spiel perfekt sein werden, Scheich. Die Rede
Die Skripte für die Veranstaltung werden rechtzeitig fertig, Scheich. Übrigens, sie sind super. Sicherheit? Niemand geht irgendwo hin, ohne dass wir es erfahren, Scheich. Gut. Bühne frei für eine fantastische Veranstaltung. Und die Sultans gewinnen. Yum, yum, yum. Wunderschön angerichtet. Oh, das ist großartig. Wow, was für eine Auswahl. Genießt du dein Mahl, Shakes? Die Zutaten kommen aus der ganzen Welt. Aber es sieht so aus, als würden die Sultans mager essen. Sehr mager. Was geht hier vor? Kein Training auf dem Dach. Und nun stopft er uns mit schickem Essen voll. Der Sieger arbeitet für David Hasselblad. Shakes? Ja, Scheich, wann können wir morgen wieder aufs Dach zum Trainieren? Das müsstest du den Hotelbesitzer fragen. Sind Sie nicht der Besitzer? Ja, aber es wäre unfair gegenüber den Sultans. Frag lieber den Coach. Aber Sie sind auch der Coach. Natürlich, natürlich. Aber der Scheich würde es nie erlauben. Aber Sie sind der Scheich. Es gibt im Hotel so viele tolle Sachen zu erleben. Hot-Stone-Behandlung auf Etage 8, Shoppen in der Eingangshalle, Bingo auf Etage 5. Nein? Magst du kein Bingo? Chicken Wings? Zu viele Chicken Wings. Tag 4. Erinnerst du dich an das Rock'n'Roll-Credo von Tag 1? Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Bist du ein rollender Stein? Oder stehst du nur da mit einem Kaffee in der einen und einem halb aufgegessenen Zwiebel in der anderen Hand? Jetzt heißt es Rock'n'Roll. Ja. Yeah. Wenn der Scheich uns nicht gibt, was wir brauchen, dann mache ich mir mein eigenes Spielfeld. Versuchen dich die Leute fertig zu machen. Schreiben sie dir vor, wie du zu leben hast, wo du hingehen kannst und wohin nicht. Sagen sie dir, was du sagen darfst und was nicht. Dann habe ich hier einen Ratschlag. Uh-oh. Hey, nicht so laut. Ist ja nicht so, als bräuchte ich mal einen Schönheitsschlaf oder so. Ich meine ja nur... Oh, keine Gnade bei der Ming-Vase? Ich versuche nur, etwas zu trainieren. Seid dabei, wenn die Sultans die Sache wieder ins rechte Licht rücken. Jetzt die Super Strikers, die Meister des Super League beim Skyball United 5 schlagen. Ha! Haben Sie vergessen, dass wir Sie letzte Saison 4:1 erledigt haben? Ja, aber mit der Abstimmung ist das eine ganz andere Sache. Shakes, Mann, ein nobles Hotel ist nicht der richtige Ort zum Trainieren. Sicher, Captain. Hey, Jungs. Ihr fahrt nicht zufällig hoch zum Spielfeld, oder? Nein. Niemand darf da hoch. Wohin fahrt ihr dann? Runter. Scheint, als hätten sie nicht nur das Spielen geübt. Typisch. Ich kann nicht glauben, dass du nicht einfach jemanden fragst, Hubert. Wir brauchen keine Hilfe. Ich bringe uns schon dorthin, Ursula. Das hast du schon vor 10 Minuten gesagt. Computerlogbuch Sternzeit 2132.5. Mir ist aufgefallen... Scheich, das sollten Sie sich anschauen. Er macht sich Richtung Dach auf, genauso wie Sie gesagt haben. Er ist hartnäckig, das muss man ihm lassen. Aber keine Sorge, es wurden schon Maßnahmen ergriffen. Ah. Bingo! Bingo auf dem Helilandeplatz? Ich helfe Ihnen mal. Das ist ein ziemlich genialer Ort, um Fußball zu spielen. Niemand hat gesagt, dass ich hier nicht trainieren darf. Ups. Wow, die Bedingungen sind unglaublich. Das muss ich dem Coach erzählen. Ups. Shakes, was machst du da? Coach, der Wind. Ich habe nur... Der Scheich schäumt vor Wut. VIP-Gäste können nicht landen, weil du auf dem Heli-Landeplatz bist. Und nun kickst du auch noch sein unbezahlbares Geschenk vom Gebäude. Warten Sie, wie hat er... Vergiss es. Du wolltest eh nicht beim spaßigen Skyball-Turnier mitspielen. Gut, dann wird dein Wunsch jetzt wahr. Du sitzt auf der Bank. Ja.
Shakes auf der Bank? Der Coach der Super Strikers hat den Starstürmer vor dem Spiel gegen die Sultans als widerspenstig beschrieben. Er hatte eh keine Lust drauf, oder? Bedeutet nicht, dass wir ihn nicht beim Spiel brauchen. Keine Sorge, der Scheich hat nichts, was Rasta und die Jungs aufhalten kann. Willkommen zum Turnier, auf das Dina gewartet hat. Ohne es überhaupt zu wissen. Heute bringen die Sultans Fußball auf ein ganz neues Niveau. Sie spielen umgeben von vier Glaswänden auf dem Dach des höchsten Hotels der Welt, dem La Mirage. Richten Sie Ihre Augen auf den Bildschirm und halten Sie Ihre Handys in den Händen. Ja, zum ersten Mal wird der Sieger eines Fußballspiels via SMS bestimmt. Hey! Ihr klaut meinen Stil? Es steht nicht in den Regeln, dass man keine Brillen tragen darf, El Matador. Oh ja, weil es keine Regeln gibt. Nur Abstimmungen. Und im altbackenen Rot-Weiß, der Schnee von gestern, die ehemaligen Größen der Super League, die Super Strikers. Wer schreibt sowas? Und im glorreichen Grün, die Gastgeber, die Einheimischen, die nächsten Megastars der Super League und wahrscheinlich die Sieger des heutigen Tags, Sultans FC. Wir haben das tausendmal geübt, wir haben einen Plan, oder? Natürlich haben wir den und... Los geht's! Und los geht's! Alle sind gespannt auf diese neue Form des Spiels! Nun, nicht jeder. Siehst du, wer da auf der Bank sitzt? Vielleicht kann er trotzdem helfen. Kommt drauf an. Kriegt er auch eine Stimme? Hä? Was? Hä? Gerade würde nicht einmal ich für die Super Strikers abstimmen. Ich bin es nicht gewohnt, eine ganze Wand zu decken. Ich bin es nicht gewohnt, mich so uncool zu fühlen. Warum sind die Sultans auf einmal so viel besser als wir? Wow, 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 wow. Niemand darf da hoch. Du sitzt auf der Wand, der Wand. Ich hatte recht. Der Scheich hat das alles von Anfang an geplant. Ich wette, die Sultans haben hier in den höheren Etagen übernachtet und hier oben trainiert. Und der Scheich hat mich absichtlich auflegen lassen, damit ich ihn spielen kann. Ich frage mich, was er noch auf Lager hat. Rasta hat's unter Kontrolle. Die Höhenlage macht uns zu schaffen. Wir müssen auch die Wände nutzen. Das ist es. Nutzt die Wände, damit unser Tempo unmöglich zu halten ist. Ha, wie ein riesiges Flipperspiel. Langsam sieht man Erfolge. Passt auf, Sultans. Komm schon! Wir schaffen das! Ha! Willkommen an Bord, Shakes, Mann! T-minus eine Minute. Gute Arbeit! Macht euch bereit! Auf Infrarot umschalten! Schau, wie ich die Wände richtig nutze! Phänomenal! Deswegen sind sie die Meister der Liga! Sie lernen so schnell dazu, Mac. Die Gegner können nicht mithalten. Ja, Jungs! Kommt schon! Die Brillen! Okay, ihr habt also nicht meinen Stil kopiert, oder? Der Scheich hat uns reingelegt. Es ist Zeit, dass du da rausgehst. Okay? Shakes? Ja, 175. Gleichstand. Nochmal. Wonach suchen Sie jetzt? Wir haben die Bingo-Lounge nicht gefunden. Also haben wir uns selbst ein Spiel ausgedacht. Fahrstuhl-Bingo. Wir fahren den ganzen Tag zu den Etagen, die andere uns nennen und spielen so Bingo. Ich nehme die Treppe. 78! 78! 78! Hey, wo sind die Roten? Hey, Matador gegen den Rest der Welt! Scheint ein bisschen unfair, oder? Der Vertrag, Brenda. Wir dürfen nichts Schlechtes über die Sultans, den Scheich oder das Mirage sagen. Ich vermisse die Super League. Hey,
kein Respekt. Das ist Fußball und kein Zirkus. Nun, das bringt Stimmen, Mac. Halbzeit! Was können die Super Strikers in der Pause tun, außer ihre Augen vom Sand zu befreien? Setzen Sie mir die auf die Rechnung. Komm schon, komm schon. Ja, du zahlst für den Urlaub. Shakes? Von den Super Strikers? Ja. Ich bin ein großer Fan, Shakes. Echt? Ich meine, ich habe die gesamte Kollektion der Super Strikers-Spiele. Danke. Vielleicht hast du auch von mir gehört? Sicher. Brock Rockenhauer? Wie bitte? Brock Rockenhauer, Motivationstrainer und Life-Coach. Ich bin auch ein großer Fan. Echt? Meinst du nicht, dass du ein bisschen Brockstärke da oben gebrauchen kannst? Huha! Ehrerblick, Tigerpose! Nein, danke. Da oben ist es staubiger als in deiner Plattensammlung. Kommt schon, so schlimm ist es nicht. Wechselt mich aus! Das können wir nicht. Unser einziger Ersatzspieler ist verschwunden. Wir schlagen uns gut in diese Art des Fußballs. Aber ohne Sicht... Shakes hat gesagt, dass der Scheich plant, uns abzuschütteln. Ich hätte mir denken können, dass es so etwas Übertriebenes ist. Nichts, was Einsatzbrillen nicht lösen kann. Willkommen zurück, Shakesmann. Coach, tut mir leid, dass ich es vermasselt habe. Behalte einen davon. Die Abstimmung verläuft dank Ihrer Leistung seit dem Sandsturm massiv zugunsten der Sultans. Aber auf einmal sehen die Super Strikers aus, als wären sie auf diese Bedingungen vorbereitet. Ei, aber sind sie ausreichend vorbereitet? Viel Glück, Muchacho. Gewöhnt euch lieber nicht dran, das ist mein Markenzeichen. Die Super Strikers finden hier oben langsam Fuß. Aber sie haben noch ein massives Defizit. Wie können sie einen massiven Anstieg an Stimmen erreichen? Abgestimmt. Nun liegt es am Rest der Welt, nehme ich an. Fühlt sich an, als hätten wir einen Patt erreicht. Die Zeit läuft den Super Strikers davon. Können Sie etwas tun, das Ihnen Stimmen bringt? Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, mehr zu trainieren. Hey! Sie sind rüber. Ich denke, ich weiß, was ich tun kann, um Stimmen zu kriegen. Was auch immer Sie jetzt tun, es ist wohl ein wenig zu spät. Los geht's, Brenda! Ich glaube nicht, dass dies den Super Strikers Stimmen bringen wird. Unwahrscheinlich, Mac. Mac? Mac! Er kommt zurück! Schaffst du das? Natürlich hast du das! Entgegen aller Erwartungen und selbst ist gestoppt! Entgegen aller Erwartungen und trotz des Windes, Mac. Shakes hat's raus, wenn man innerhalb dieser vier Wände spielt. Das war der beste Zug, den ich je gesehen habe. Neben all meinen Zügen natürlich. Wie viele Bälle musstest du vom Dach kicken, um das zu perfektionieren, Mann? Eigentlich nur einen, aber einen wirklich teuren. Sehr beeindruckend, Super Strikers, aber die Zeit ist rum und die Sultans haben euch anhand von Stimmen vernichtet. Das Spiel ist vorbei, aber die Abstimmung noch nicht. Aber... Wie ist die Regel hierbei? Es gibt ja keine Regel. Ja, die Super Strikers kämpfen sich langsam voran, mein jährlichen Skyball Ultimate Fall! Was für ein Spaß. Das hätte jeder gewinnen können. Nächste Saison nochmal. Fantastisch. Legen Sie sich nicht mit meinen Jungs an, okay? Das heißt nur, dass Sie verlieren.
Tja, nun, dann geht es nun wieder zurück zu meinem diamantbesetzten, goldgetäfelten Ideenbuch. Kann mir bitte jemand meinen Diamant besetzen? Oh!